Ihr wollt lange und komfortabel mit der Quest 2 zocken, ohne ständig Powerbanks wechseln zu müssen? Dann habe ich was für euch nach dem Intro. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich habe euch einen Headstrap mitgebracht von der Firma Kiwi. Und ja, was mich oft gestört hat, ist, dass ich Powerbanks irgendwo dran montieren muss mit Klettbändern oder obendrauf festmachen. Dann stört es irgendwann am Eierkopf, an der Seite hier befestigen. Und ja, hier haben wir jetzt einen Headstrap, was mit 2x3200 mAh Akkus versehen ist, hier und hier. Und ja, der originale Akku der Quest 2 bietet hier vorne 3640 mAh. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr das Dreifache, nicht ganz, ein bisschen weniger als das Dreifache an, ja, an Akkuleistung, sage ich einfach mal. Und es ist, glaube ich, angegeben mit 2 bis 4 Stunden Spieldauer jetzt. Also man kann damit bequem längere Sessions jetzt machen. Ich habe noch keinen Langzeittest gemacht. Ich habe das Teil gestern mal 1,5 Stunden getestet. Und das ist jetzt mein kleiner Ersteindruck oder mein erstes Fazit, sage ich einfach mal. Ich muss erstmal sagen, vom Komfort her super, auch dass die Akkus schön hinten verbaut sind. Wir haben hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, hinten eine super schöne, bequeme, ja, Kunstlederstoff und sehr weich das Ganze. Also li liegt richtig schön hinten auf. Ich ziehe es auch gleich mal an. Dann haben wir hier oben am Kopf, als Kopfband haben wir auch so diesen ja, Kunstleder. Bezug und auch wieder ein sehr weiches Stoffteil, sage ich einfach mal, oder Polster. Und ja, noch eine Funktion, die seht ihr ja gerade. Wir können das Teil super bequem, also es ist angegeben mit 52 Grad Winkel, können wir das hier hochklappen vorne. Natürlich nicht, wenn ich es komplett festgezogen habe, aber wenn ich es ein bisschen locker, kann ich bequem hochklappen das Ganze. Und kann aufs Handy gucken oder mal ganz kurz irgendwo was trinken oder so, muss nicht unbedingt dann durch die Brille gucken. Und manchmal stört es ja auch beim Trinken, wenn man die Brille anlässt. Also auch ziemlich bequem das Ganze. Wir haben hier einen Kabelabfang, den kann man der ist mit Klettband einfach befestigt hier hinten innen drin, wie ihr seht. Und ja, hier haben wir dann diesen Kabelabfang. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Kabel hier einzuführen. Und wir haben einmal hier für das Akku nach vorne zu legen. Da ist vorne, nach vorne zu legen. Und dann haben wir nochmal eine Öffnung, um Linkkabel zu befestigen. Das ist natürlich auch perfekt für Leute, die gerne mit Linkkabel spielen. Wir haben hier eine Anzeige. Momentan ja, wird die Brille erhaltungsgeladen, sage ich einfach mal. Ne? Hier seht ihr die LED. Und hier hinten haben wir auch 4 LEDs. Eine LED bedeutet 25% Leistung oder Akkuladestand, dann 50, 75 und 100%. Also 4 LEDs, immer 25% Schritte werden uns hier angezeigt. Und ja, wie gesagt, ich habe das seit einem Tag jetzt, habe das 1,5 Stunden getestet und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Und ja, ich ziehe es jetzt einfach mal an. Da ich immer ohne Brille spiele, mache ich es einfach mal so. Und wie gesagt, es liegt hier hinten super bequem an. Hier oben das Polster ist mega, also auch für längere Sessions gut geeignet. Und ja, wenn man jetzt unbedingt mal kurz aufs Handy gucken möchte oder was trinken möchte, lockert man das einfach mal ganz kurz und klappt es hier hoch. Fertig. Also einfach total easy und locker. Und ich finde auch den Kabelabfang ganz gut gelöst. Wir haben hier die Halterung und das Ganze, wenn man es hochklappt, ist ja auch keine große Knickgefahr. Also das war meine größte Angst eigentlich, als ich die Bilder gesehen habe, dass da Probleme entstehen könnten. Aber wie man sieht, also ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Problem besteht, dass es ein Kabelbruch entsteht oder sonst was. Also echt perfekt. Und ja, zum Montieren ist es auch easy. Man kann ja einfach diese Halterung hier lösen, abstecken, die alte, und dann die neue einfach aufstecken. Man muss nicht schrauben oder sonst was. Man entfernt das Cover und kann dann be ganz bequem hier diese Lasche durchziehen. Ach, so. Ich habe ja schon mehrere Headstraps montiert an der Quest 2. Da gibt es auch Videos zu. Ich gucke mal, ob ich die einfach in die Infobox verpacke oder einpacke. Und dann könnt ihr auch da mal reinschauen, wenn ihr Probleme mit der Montage habt. Ja, wir haben hier dann, also Kiwi, die Kartons sind auch immer ganz praktisch, finde ich. Also ganz
Ganz klein, unscheinbar, werden wir hier begrüßt. Hier ist auch eine kleine Anleitung dabei, wie man das Ganze hier montiert. Erstmal Demontage, Montage. Und ja, wir haben aber auch noch, ja, muss mal ganz kurz reinschauen. Wir haben hier User Manuals, ne? wer das braucht. Also ich habe jetzt keins gebraucht. Wer schon mal einen Headstrap montiert hat, demontiert hat, der hat keine Probleme. Und hier ist dann wieder so ein schönes Kiwi-Tuch dabei, da können wir unsere Linsen mit reinigen. Auch echt, echt top, dass das so sowas dabei ist. Ja, das erstmal dazu. Wie gesagt, ich bin, von was den Ersteindruck angeht, bin ich ehrlich sehr begeistert. Auch nach anderthalb Stunden überhaupt kein Problem gehabt. Sehr bequem gewesen das Ganze. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Homepage. Hier sind wir auf der Kiwi-Seite, auf der ja, Hauptbestellseite. Und ja, kostet $89,99. Es gibt aktuell einen 10% Gutschein. Dann kommen wir auf $81. Ihr könnt es hier bestellen oder aber auch bei Amazon. Auf der Amazon-Seite gehen wir gleich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da meinen Amazon-Affiliate-Link benutzt. Werde ich unten in die Beschreibung packen, aber dazu gibt es gleich mehr. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz nochmal die Bilder hier an. Hier haben wir das Drehrad. Hier sind die Akkus verbaut. Links und rechts neben dem Drehrad. Hier haben wir die vier Akku-Standanzeigen, LEDs, 25% Stufen. Hier haben wir die USB-C-Ladebuchse. Es gibt kein Netzteil dabei, also wir müssen selber ein Ladegerät haben, aber wenn eine Quest 2 hat, hat auch ein Ladegerät, das könnt ihr dann dafür auch nutzen. Ja, hier haben wir den Kabelabfang, wo man hier bequem das Ladekabel von den Akkus hin transportieren kann nach vorne. Und wir haben hier nochmal die Möglichkeit, das Oculus Link Kabel hier vorne einzustecken. Oder es gibt auch einen Kiwi Link Kabel. Gibt es auch nochmal. Ja, wir haben hier 6400 mAh nochmal zusätzlich zu den 3640 von der Quest. Es ist angegeben, dass man zwischen 2,5 und 5 Stunden mehr Spieldauer damit erreichen kann, mit diesem Headstrap hier. Ich habe jetzt nicht getestet, ob es wirklich stimmt. Dafür habe ich es noch nicht lang genug. Ich weiß aber auch nicht, ob ich wirklich so lange im VR-Headset verbringen kann. Am Stück natürlich auf keinen Fall. Also das schaffe ich nicht. Nach 3,5, 4 Stunden ist bei mir auch Sense. Da muss ich wieder in die reale Welt. Aber ja, man kann es dann natürlich auch auf Dauer nutzen. Und ja, vielleicht muss ich mir da mal einen Timer machen, wenn ich spiele, ob es dann wirklich auch in diese Richtung geht. Aber ich denke mal schon, das sollte schon passen. Ja, hier sehen wir auch nochmal, wie es dann hinten verbaut ist. Hier geht das Drehrädchen durch, um das hinten zu befestigen. Und ja, hier wird nochmal auf ja, Thermal Protection, also Überhitzungsschutz, hier Wert gelegt. Das ist natürlich bei Li-Ionen-Akkus sehr, sehr wichtig. Wer mal so Akkus platzen sieht, gibt es YouTube-Videos von E-Zigaretten oder sonst was. Das ist nicht witzig. Möchte ich auch nicht am Hinterkopf haben oder auch sonst irgendwo am Kopf nicht. Von daher ist Sicherheit hier sehr, sehr wichtig. Ja, Plug and Play. Ich fand es auch super easy. Man hat es schnell angezogen, auch durch diese Klappfunktion super. Also da gibt es überhaupt kein Problem. Montage ging auch super von der Hand. Innerhalb von 2-3 Minuten war ich fertig. Also ja, maximal 5 Minuten sollte da jeder mit fertig sein. Ja, ist halt super ausbalanciert das Ganze. Man hat dann hinten Gewicht, vorne Gewicht von der Quest. Und ja, durch diese schönen Polster, das man oben und hier hinten hat, also super bequem. Ich hatte kein Problem damit und ja, ich werde es, glaube ich, genießen. Ja, der Kerl hier genießt es auch, ne? Hier sehen wir nochmal die Flip-Funktion, die finde ich auch echt gelungen. Wie eben schon erwähnt, hatte ich Angst, dass man hier dadurch einen Kabelbruch produzieren kann. Aber durch diesen Kabelabfang hier, meiner Meinung nach besteht da die Gefahr nicht. Der wird super abgefangen, das Kabel. Und auch durch die Flip-Funktion gibt es da keine ja, Ecken, die man dann da reinmacht, dass da irgendwas gebrochen werden kann. Aber muss natürlich ja, der Langzeittest zeigen, ob es da nicht irgendwann Probleme gibt. Aber aktuell habe ich als Elektriker da ja, keine Probleme oder sehe da keine Gefahr. Ja, das war die Kiwi-Seite. Hier sehen wir auch nochmal, ich habe es einmal in den Warenkorb gepackt. Ne, mit dem 10% Gutschein sind wir bei $81. Hier sind wir dann bei Amazon und ja, regulär kostet das Ganze 99,99 €. Und ja, hier gibt es den 20. Ach, scheiße, geht nicht. Hier gibt es den 20 € Gutschein. Den habe ich auch eingelöst. Dann sind wir bei 79,99 € und ja. Dann macht es wieder Sinn, bei Amazon zu bestellen. Wir sind dann auch hier
ich glaube, im Prime-Modus, glaube ich sogar, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wird jetzt hier gar nicht angezeigt, nee, glaube ich nicht. Aber mein Headset kam relativ schnell an, ich glaube, einen Tag nach Bestellung war das da und das für 79,99 und ja, hier steht es dann auch nochmal, fügt 2,5 bis 5 Stunden VR-Zeit hinzu. Ja, hier wird auch nochmal 10.000 mal biegender Riemen. Der seitliche Riemen besteht aus verbesserten umweltfreundlichen Polymermaterial, sehr hartnäckig und robust. Ja, da gab es ja Probleme auch bei der, beim Elite-Strap von Meta, was dann immer gebrochen ist. Und das sollte hier am besten dann nicht passieren, sieht man dann natürlich auch hier. Und ja, wenn es dann hier irgendwie reißen sollte, wäre dann nicht so witzig. Aber ich denke nicht, dass das hier der Fall sein wird. Muss man aber auch wieder über einen längeren Zeitraum testen. Ich habe echt Glück gehabt mit meinem Elite-Strap. Auf Holz klopfen. Ich habe noch keinen Riss gehabt bei mir. Ja, ich hatte eines der ersten. Aber vielleicht habe ich da auch Glück gehabt. Ja, Leute. Das war jetzt erstmal das Kiwi Battery Headstrap. Wie gesagt, kostet mit dem Amazon-Gutschein 20 Euro. Kostet 79,99. Und ich finde das mit diesem großen Akku hinten eigentlich nicht so viel. Auch was den Komfort angeht, kriegen wir hier ein richtig gutes Headstrap geboten. Super oben ein schönes Polster, hinten ein schönes Polster. Und ja, also ich kann mich nicht beklagen. Und werde jetzt mit Sicherheit auch die Zeit hier drin genießen. Ich habe sonst auch immer das Elite-Strap vom Meta gehabt. Oder ich habe auch noch ein anderes Kiwi-Headstrap gehabt. Hab dann immer mal hin und her getauscht, aber das bleibt jetzt definitiv dran, alleine schon wegen dieser langen Spieldauer. Und ja, falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare packen. Und ja, werde ich natürlich zeitnah alles beantworten. Ich möchte meinen Kanal mehrgleisig fahren, das heißt, ich möchte in mehrere VR-Schienen, Quest 2, Pico 4, PSVR 2, es wird auch weiterhin SteamVR-Material auf meinem Kanal geben. Also ich möchte da wirklich im VR-Kanal bleiben. Ich möchte mich nicht an einer Firma hier festhängen. Ist egal, was es für eine Firma ist. Und ja, ich mag alle VR-Headsets. Jeder hat seine positiven und negativen Seiten. Ja, ist egal, ob autarke Headsets, PC-VR-Headsets. Alle haben Vor- und Nachteile und ja, so sollte es auch sein. Ob wir irgendwann die eierlegende Wollmilchsau bekommen, das müssen wir abwarten, ob wir dann ein Headset bekommen, wo keiner was zu bemängeln hat. Meiner Meinung nach wird es das nie geben. Von daher müssen wir einfach abwarten. Wir können es nur weiterhin verbessern mit Mods, wie Kiwi es uns jetzt anbietet oder andere Hersteller auch. Und wenn ich sowas für die Pico hätte, wäre es echt optimal. Also das Pico 4 Headstrap ist für meinen Kopf nicht so mega gut geeignet. Es ist bequem ausbalanciert und so weiter, aber ja, ich würde es gerne, habe ich in meinem Review schon erwähnt, mehr festziehen, dass es einen dickeren, festeren Halt hinten hat. Bekomme ich leider nicht hin. Ich hoffe, es gibt irgendwann die Möglichkeit, das zu tauschen. Ich glaube nicht. Daher bin ich jetzt froh, dass es für die Quest 2 schon mal das hier gibt. Und ja, ich werde jetzt gleich nochmal hier runterschlüpfen, nochmal ein bisschen testen. Und ja, wenn mir irgendwas auffällt, werde ich das natürlich auf meinem Facebook, in meiner Facebook-Gruppe posten, VR World Germany, im Discord oder werde natürlich auch nochmal ein Video hier anhängen irgendwann, wenn irgendwas auffällt, was negativ sein sollte oder eventuell sogar positiv, was mir noch aufgefallen ist, was super positiv ist, wird es dann ein Update geben. Und ja, jetzt gerne mal eure Kommentare dazu. Was sagt ihr dazu? Ist das für euch interessant oder nicht? Und wenn es interessant ist und ihr es bestellen wollt, würde ich mich, wie eben schon erwähnt, freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link nutzt. Der ist unten in der Beschreibung. Und ja, gerne darüber bestellen. Ich sage jetzt einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.